Hallöchen hier, der Nale 4 und willkommen zurück bei Last Epoch, wo es weitergeht, hier am Ende der Zeit, wo ich jetzt mir heute mal diesen Monolith of Faith antun möchte. Ja, storymäßig alles durchgespielt. Das Ding ist hier momentan so der Beta-Endpoint, also mehr gibt's nicht, als diese Dinge jetzt noch zu machen. Und ja, ich möchte schauen, was jetzt hier auch mein Max-Level ist. Ich glaube, 44 dürfte es nicht sein. Ich vermute mal 50, 60, keine Ahnung. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall wird das jetzt in Zukunft über diese Monolithen hier erfolgen. Und es ist ähnlich, so wie ich es verstanden habe, wie mit den Rifts in Diablo 3. Also du rennst da rein, haust alle Gegner um, am Ende ist ein Boss und den muss man töten. Und dann lässt er was ganz Tolles fallen, alles sind fröhlich. Und dann kann man das nochmal machen. Und nochmal und nochmal. So, also ich quatsch nicht rum, ich schau mal. Choose a timeline. Broken Hills Divine Era. In this timeline, enemies have a chance to dodge. Increased item rarity und 7% increased experience gain. Klingt gut. Oder ich nehme die Fluted Cavern Ruined Era. In this timeline, enemies rage at half health. Gibt aber increased item rarity und mehr Erfahrung. Also auf jeden Fall. Und die Enragen. Probiere ich das mal? Chancellor. Ich nehme das einfach mal. Okay, selected. Und los geht's. Okay. Slay. Har. Was? Slay? Harupex. Orion. Wie auch immer. Also den Knödel hier umhauen. Gut. Level 45. Glückwunsch. So ist ja die Sache. Was die auch hier für ein Level dann haben. Ach, das ist auch mein Level angepasst. Ah, okay, das ist gut. Das klingt spannend. So, weiter geht's. Hier die Verteidigung. Dann schau doch mal. Und der Rush kann noch weiter aufgebaut werden. Sehr schön. Was mache ich? Increased Void and Elemental Protection. Mehr Schutz. Oder mehr Armor. Was auch gut wäre. Lung deals damage in a larger area around the target per located point. Oder erhöhter Schaden. Increase damage by 5% each 100 armor. Warte mal, increase damage by 5% for each 100 armor up to a maximum of 100%. Increase dungeon by allocated points. Oh, ich weiß es nicht. Aber ich wollte diese Invincibility-Geschichte haben. Ich glaube, ich nehme das mal. Okay, mal gucken. So, die Hämmerchen. Das ist auch fast Stufe 20. Ja, coole Sache. So, und Linda. So, ein- und umhauen. Ist ja jetzt die Sache, dass diese ganzen Packs hier stehen, ähnlich wie im Diablo. Oder nehme ich die mit? Oder ist ja so die Sache. Wow, noch ein Punkt. Okay. Hinter. Und es scheint hoffentlich nicht so, sich so dermaßen zu verzweigen. Hoffe ich. Und es gibt aber schon ordentlich mehr Schaden hier auf die Schnauze. So, noch ein Punkt. Rein damit. Okay. Und man levelt deutlich schneller, hey. Das geht jetzt richtig fixe. Okay.
Ah, ich bin jetzt hier auf diesem Gut. Ah, okay. Das heißt, diese Levels, die man vorher durchquert hat, die bekommt man dann jetzt irgendwie nachgeschmissen oder wie? Die muss man dann entsprechend durchlaufen. So, Intelligence. Dann den Punkt noch setzen. Ah, hier rein. Okay. Northern Axe Authority. Bin ich immer gespannt, hey. Okay, das heißt, das habe ich jetzt hier schon gemacht. Poison, Health Regen. Das. Ich nehme es einfach mal alles mit. So. Okay, Timeline conquered. Use your portal to claim your chest of rewards in the echo of this world. Find an arena key and enter the endless arena in the end of time. Minion Damage Increase. Okay. Increase Minion Health. Okay, da ist jetzt nicht wirklich irgendwas Sinnvolles mit dabei. Human Stone Avoid Chance. Legion's Health on Hit. Increased Health Leech. Welcome to my shop. You'll find many wondrous things for sale. Okay. Ach, hier kann ich das auch noch Runen kaufen. Rune of Shattering. Destroys an item, creating a random. Das kann man ja mal mitnehmen. So für 1000. Einmal. Zweimal. So, dann nehme ich die auch noch mit. Increased Freeze Chance. Increase, wie auch immer. So, dann. Alles mal rein und den Rest hier auf jeden Fall verkaufen. Gut. Ja, und nun? Ah, muss ich mit dem reden? Bah, another timeline and still no arena key. Arena key? Yes, I enjoy carving through foes up and down the path of timelines well enough, but I can't resist the thrill of endless battle. There's a portal to the endless arena back on the main islands, but it needs an arena key to enter. Best way to get one? These chests that pop up whenever you finish a dip into the monoliths have one sometimes. Okay, das heißt, ich mache so ein Ding hier, kill den Boss, komm hierher, öffne die Truhe. Krieg keinen Key. Und kann das dann oder muss das dann noch mal machen? Wie sieht so ein Schlüssel aus? Ich habe keine Ahnung, wie so ein Schlüssel aussieht. Increase Minion Damage, increase Damage over time, increase Cast Speed. Okay, das heißt, ich muss jetzt noch mal. Time is conquered. One. Choose a timeline. Increase item rarity. Increase experience gained. In this timeline, enemies have a chance to dodge. In this timeline, void enemies deal increased damage. Increase experience. Nehme ich doch das hier. Gut. Da würde ich sagen, rotze ich da halt nochmal durch. In der Hoffnung, vielleicht jetzt so ein Ding zu bekommen. Eine ziemlich nice Sache wäre. Okay. Was ist mit denen da? Das heißt im Prinzip, ich kann diese ganzen Jungs hier links und rechts stehen lassen. Einfach.
Das Schöne ist, dass ich jetzt erst, dass ich hier meinen Charge benutzen kann, während ich hier diese Hammer kaste. Boah, das hat auch nicht reingedrückt. Okay, also. Okay, da okay. Schauen wir doch mal. Was der nächste Boss hier drin kann. Mal mitnehmen. Oh, das Mana geht derbe runter. Okay, da muss ich echt mal gucken, dass ich das hier auch noch auf Vordermann bringe. Sache. Muss ich hier außen rumrennen? Lucky Sash of Hope. Den nehme ich mal mit. Okay. Dürfte ja bald irgendwo kommen. Der Boss. Der Bosse. Wirklich noch umhauen. Jawohl. Okay, und das Dex-Dossier mitnehmen. Auf jeden Fall sehr gut EP. So, und da ist noch der Boss. Das ist jetzt auch die Bosse irgendwie hier aus den vergangenen Geschichten. Jawohl. Stärke, Stability. Ich sagen, durchs Portal. So, ist hier irgendwas? Nein. Health gained. Critical Strike Chance. Increased Throwing Attack Damage. Sehr geil. Das nehme ich mit. Das kann man nämlich hier zerlegen. Increased Poison Damage. Okay, dann hier durch. Und hoffen, dass die Truhe jetzt was Intus hat. Glyph of Stability and Dodge Rating, Shield of the Giant. Gut. Aber so wie ich sehe, immer noch keinen Schlüssel. Ja, da freue ich mich doch. Das wird super. Das heißt, das Ding wird hier eine Neverending Story sein. Und zwei Stück. Ich kann den Monolith auch noch resetten. Stackt das dann? Warum kann ich den Reset? Das heißt, ich kann mir andere Dinge aussuchen, oder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Gut, würde ich sagen, ich mache mal ein bisschen weiter, bis ich einen Schlüssel gefunden habe. Ja, und dann schaue ich doch mal, wie diese Endless Arena so abgeht. Doch das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin. Macht es gut. So, hast du noch irgendwas? Du hast noch diese Dinger. Sehr schön. Also, kaufen, kaufen. Macht es gut. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.